So, wir legen los. Letzte Woche haben wir ja ein paar Begriffe eingeführt und uns Eigenschaften von bestimmten Abbildungsarten angeschaut. Und das Ziel ist, wir wollen die Abbildungen der Ebene auf sich selbst systematisieren. Und wir haben angefangen mit einem, ich wiederhole es jetzt mit euch nochmal gemeinsam, dass wir nochmal einen Überblick uns verschaffen, was wir alles gezeigt haben und definiert haben. Als allgemeinsten Abbildungstyp haben wir welche Abbildung definiert? Was war sozusagen der Abbildungstyp mit den wenigsten Eigenschaften? Wer erinnert sich noch? Genau. Kolineation. Welche Eigenschaften hat die nochmal? Eine Kolineation ist eine Abbildung der Ebene auf sich selbst, die welche Eigenschaften hat? Bijektiv ist das Fachwort, genau. Eine 1:1-Abbildung sozusagen. Bijektiv bedeutet injektiv und subjektiv. Okay, das wisst ihr vielleicht noch aus der anwendungsbezogenen Mathematik oder Funktionen und so weiter. Eine bijektive Abbildung. Welche Eigenschaften noch? Geradentreu. Und geradentreu bedeutet auch was? Das konnte man daraus folgern, genau. Noch etwas anderes, geradentreu. Wenn ein Punkt auf einer Geraden liegt, dann liegt dessen Spiegelpunkt auch auf der Spiegelgeraden, genau. Inzidenztreue, genau, geradentreu. Inzidenztreu. Und aus all dem folgt auch Parallelentreu. Also man muss mich nicht fordern, dass eine Kolineation parallelentreu ist, weil sich das aus Geradentreu und Inzidenztreu ergibt. Ja, Parallelentreu bedeutet nochmal was? Sehr schön, dass Parallelen auch in ihrem Bild parallel sind. Also zwei parallele Geraden werden auf Geraden abgebildet, die ihrerseits wieder parallel sind. So, okay, das war die Kolineation. Jetzt haben wir noch spezielle Kolineation definiert, nämlich die Dilatation. Was ist eine Dilatation? Die gespiegelte Gerade parallel zu der Wohngerade. Genau, die gespiegelte Gerade ist parallel zu Ursprungsgeraden. Also eine Gerade wird auf eine zu ihr parallele Gerade abgebildet. Und zuallererst ist eine Dilatation eine Kolineation. Eine Kolineation. Plus, und ich skizziere jetzt mal ein Bild, dass wir eine Vorstellung davon haben. Eine gerade G wird abgebildet auf eine gerade G' mit G' parallel zu G. Und zwar jede Gerade, ne? Jede Gerade wird auf eine zu ihr parallele Gerade abgebildet. Okay. So, und jetzt haben wir ein paar Eigenschaften bei Dilatationen bewiesen. Nämlich welche?
Wer erinnert sich noch? Unterschiedliche Eigenschaften haben wir bewiesen. Wir haben uns jetzt Dilatation genauer angeschaut. Es geht jetzt im Wesentlichen alles um Dilatation. Alle Spurgeraden fix geraden. Genau, alle Spurgeraden sind fix geraden. Was war nochmal eine Spurgerade? Eine Gerade durch zwei Punkte, beziehungsweise durch einen Punkt und das Bild von dem Punkt, oder? Genau. Spurgeraden sind fix geraden. Also, ich habe eine Abbildung. Eine Dilatation, die einen Punkt P abbildet auf einen Punkt P'. Ich habe zwei Punkte, einen Punkt und seinen Bildpunkt. Die Gerade durch diese beiden Punkte ist die Spurgerade G. Und bei einer Dilatation ist es so, dass die Spurgerade eine Fixgerade ist. Das heißt, G ist gleich G'. Das haben wir bewiesen, immer mit indirekten Beweisen. Angenommen, es ist keine Fixgerade, dann wird sie auf eine andere Gerade abgebildet. Und dann konnte man zeigen mit dem indirekten Beweis, das kann nicht sein. Okay. Weiter. Dann haben wir uns noch Fixpunkte angeschaut. Und wir haben gesehen, jede Gerade durch einen Fixpunkt Wer kann den Satz vervollständigen? Ich habe jetzt mal eine Dilatation mit einem Fixpunkt. Ein Punkt, der auf sich selbst abgebildet wird. Und jede Gerade, die da durchläuft, ist Eine Fixgerade, genau. Also, wenn ich einen Fixpunkt F habe und es ist ein Fixpunkt, das heißt F gleich F', dann ist jede Gerade, die da durchläuft, eine Fixgerade. Also in dem Fall jetzt hier mal G gleich G'. Auch mit indirektem Beweis bewiesen. So, und dann haben wir noch gezeigt, also wir haben nicht gezeigt, wir haben noch den Begriff Zentrum erfunden. Ein Zentrum ist ein Fixpunkt, bei dem jede Gerade, die durchläuft, eine Fixgerade ist. Also wenn ich einen Fixpunkt habe und jede Gerade durch den Fixpunkt ist eine Fixgerade, dann nenne ich diesen Fixpunkt Zentrum. Und jetzt klar, dass bei einer Dilatation ein Fixpunkt ein Zentrum ist, ne? Weil jede Gerade durch einen Fixpunkt bei einer Dilatation ist eine Fixgerade. Und ist, wenn bei einer Dilatation jede Gerade, die durch einen Fixpunkt geht, eine Fixgerade ist und ein Fixpunkt, bei dem jede Gerade eine Fixgerade ist, Zentrum heißt, ist das ein Zentrum. Aber ist dann jeder Fixpunkt ein Zentrum? Bei einer Dilatation, ja. Genau. Wenn ich keine Dilatation habe, dann fällt ja eine wesentliche Eigenschaft weg, nämlich, dass jede Gerade auf eine parallele Gerade abgebildet wird. Das sorgt dafür letzten Endes, dass auch jede Gerade, die durch das Zentrum läuft, durch den Fixpunkt läuft, eine Fixgerade ist. Wenn ich keine Dilatation habe, ist es nicht so. Aber in dem Fall schon. Ja. Genau. Es gibt zwei Fälle. Bei einer Dilatation, Fall 1, ist, es gibt einen Fixpunkt. Und Fall 2,
keinen Fixpunkt. Okay, also bei einer Dilatation gibt es entweder einen oder keinen Fixpunkt, aber niemals zwei Fixpunkte oder drei oder fünf oder so. So, das haben wir alles letzte Woche gezeigt. Okay, nochmal. Wir haben ganz allgemein Kollineationen definiert und wir sehen auch die ganzen Konkurrenzabbildungen, die wir schon untersucht hatten, sind Kollineationen. Die Ähnlichkeitsabbildungen sind auch Kollineationen und so weiter. Ganz viele Abbildungen sind Kollineationen. Jetzt schauen wir uns eine bestimmte Untermenge an oder Teilmenge der Kollineation, nämlich die Dilatation, bei der jede Gerade auf eine parallele Gerade abgebildet wird. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man, Spurgeraden sind Fixgeraden. Wenn ich einen Fixpunkt habe, sind alle Geraden, die da durchlaufen, Fixgeraden. Demnach ist der Fixpunkt ein Zentrum. Und es gibt entweder nur einen Fixpunkt oder keinen Fixpunkt. So, jetzt schauen wir uns diese beiden Fälle an. Es gibt einen Fixpunkt, es gibt keinen Fixpunkt. Worum handelt es sich genau? Was sind das dann für Abbildungen? Gehen wir erstmal von Fall 1 aus. Es gibt einen Fixpunkt, also genau einen Fixpunkt. Ja? Eine Dilatation mit genau einem Fixpunkt. So. Und den zeichne ich jetzt hier mal ein und der heißt F gleich F'. Okay, das ist mein Fixpunkt, mein Zentrum meiner Dilatation. Wenn ich jetzt hier einen Punkt P habe, der auf der Fixgeraden liegt, die durch F geht. So. Wo liegt dann P'? Auch auf der Fixgeraden. Warum? Warum könnte P' nicht da liegen? Oder da, oder da? Weil es eine Spurgerade ist. Weil es eine Spurgerade ist, ja. Ich nenne die Gerade mal G gleich G'. Ne? Ist eine Fixgerade, G ist eine Fixgerade, G ist gleich G'. Wenn P auf G liegt, wo liegt P'? Auf G'. Auf G', warum? Wegen der Geraden. Wegen der Geradentreue, wegen der Inzidenztreue. Ne? Wenn P auf G liegt, liegt P' auf G'. Und wenn G gleich G' ist, naja gut, muss P hier, Strich hier irgendwo auf der Geraden liegen. So, jetzt nehmen wir uns mal einen weiteren Punkt Q. Wie finde ich jetzt raus, wo Q' liegt? Schrittweise. Ich könnte jetzt so ähnlich vorgehen wie eben. Ja? Ja, also erstmal würde ich die Gerade zeichnen durch F und Q. Ja, zeichne mal eine Gerade durch F und Q. Ja, okay. Die nennen wir mal H. Was wissen wir über H? H ist eine Fixgerade. H ist eine Fixgerade, weil die durchs Zentrum geht. Und jede Gerade, die durchs Zentrum geht, ist eine Fixgerade. Okay. Jetzt wird Q auch auf A' bzw. H auf H' auf der Geraden. Genau, Q' muss auf derselben Geraden liegen, ne? Wegen der Inzidenztreue. Also Q' muss auf H' liegen. Die Frage ist nur jetzt, wo hier?
hier oder da oder da oder da. Ich gebe euch 2 Minuten Zeit. Mit Nachbarin, mit Nachbarn, findet raus, wo Q' liegt. Und überlegt euch all die Eigenschaften, schaut euch all die Eigenschaften nochmal an, die für Dilatationen gelten. 2 Minuten. Okay, also, ihr habt rausgefunden, wo muss Q' liegen? Wie nähern wir uns der Sache, der Frage? Was ist der erste Schritt? Ja? Eine Gerade durch P und Q. Wie willst du dann? I. I. Okay. I. Hm? Ja, ja, okay. Wenn wir diese Gerade jetzt am Zentrum auch abbilden, dann muss diese durch den Strich gehen wegen der Inzidenzsäule. Weil jetzt gerade liegt ja P auf G und I. Ja. Das heißt, P' muss auf G', also G und I'. Ja, verlangsamen. Also du hast gerade gesagt, wir bilden die Gerade am Zentrum ab. Das machen wir nicht. Wir machen keine Punktspiegelung oder so. Wir wissen nur, es ist eine Dilatation und die hat da ein Zentrum. Wir bilden die ab. Und wenn ich mit einer Dilatation eine Gerade abbilde, was passiert dann? Genau, ich bilde diese Gerade auf eine parallele Gerade ab zur Ursprungsgeraden. Also I' muss parallel zu I liegen. Und? Und durch P' gehen, warum? Wegen der Inzidenztreue. Genau, P' muss auf I' liegen, weil P auf I liegt. Okay. Und jetzt? Ja? Wenn wir die gleiche Begründung auch nehmen, dass Q' auf I' liegen muss, weil Q ja auch auf I liegt. Q' muss auf I' liegen und auf H'. Okay, Q liegt als auf H, also muss auf H' liegen. Q liegt auf I, also muss Q' also auch auf I' liegen. Also ist hier Q'. Kommt euch dieses Bild bekannt vor? Ja? Strahlensatz. Strahlensatzkonstruktion hier, ne? Weil wir eine Dilatation haben, sind diese beiden Geraden parallel, weil das eine die Ursprungsgerade ist, das andere die Bildgerade. Die müssen parallel sein. Die Spurgeraden der Punkte P und Q gehen durch den Fixpunkt, sind Fixgeraden. Und das ist immer so. Egal, wo ich die Punkte P und Q wähle, ne, deren Spurgeraden gehen durch den Fixpunkt und die Verbindungsgerade wird auf eine parallele Gerade abgebildet. Das heißt, wenn eine Dilatation genau einen Fixpunkt hat, ist es eine zentrische Streckung. Begeisterung jetzt. Also, wenn eine Dilatation genau einen Fixpunkt hat, kann er nur einen oder keinen haben, aber wenn sie einen hat, dann ist es eine zentrische Streckung. Okay. So, jetzt schauen wir uns den zweiten Fall an. Dazu wische ich mal die Tafel. Gib dem Zeug hier.
Vielleicht nebenbei bemerkt, es gibt einen Spezialfall einer zentrischen Streckung, nämlich es gibt eine spezielle zentrische Streckung, die gleichzeitig auch Kongruenzabbildung ist. Welche ist das? Bei einer zentrischen Streckung werden ja Objekte normalerweise auf ähnliche Objekte abgebildet. Ja? Die Längenverhältnisse bleiben gleich. Größen können sich ändern, ist also nicht längentreu. Ähnliche zentrische Streckung, ne, werden Dinge größer oder kleiner. Wann ist es aber tatsächlich eine längentreue Abbildung? Hm? Genau. Genau, mit dem Streckfaktor minus 1 ist eine zentrische Streckung eine Punktspiegelung. Und dann haben wir eine Kongruenzabbildung. So, schön sauber hier. Okay. So, jetzt gucken wir uns den Fall 2 an. Und dazu überlegen wir uns erstmal was, nämlich Satz, Spurgeraden einer Dilatation ohne Fixpunkt. Na, jetzt habe ich den Fall ohne Fixpunkt. Sind alle parallel? Wenn ich eine Dilatation habe ohne Fixpunkt, sind alle Spurgeraden parallel. Das beweisen wir jetzt gemeinsam. Wie könnte man das beweisen? Hier wird gerade kommentiert, dass das Mikrofon nicht funktioniert, aber es müsste eigentlich gehen. Also ich müsste zu hören sein. Bitte mal kurz melden, wenn ich nicht zu hören bin. Immer das Mikrofon, oder? Aber es ist an und ich sehe hier Ausschläge, also müsste funktionieren. Okay. So, wie könnte man das beweisen? Durch Widerspruch. Sehr schön. Angenommen, wir haben zwei Spurgeraden, die nicht parallel sind. Ja? Wir gehen von zwei Spurgeraden aus, die nicht parallel sind. Zeichne mal die Situation mal. Eine Spurgerade, vielleicht P, P'. Ja? Hier geht die Spurgerade durch und Q, Q'. Was? Ja, siehst du? Super, danke. So, das ist die eine Spurgerade PP' und die andere Spurgerade QQ'. Nehmen wir mal H. So, GG', H'. Was ist jetzt der Fall? Ja, wir haben ein, zunächst mal haben wir einen Schnittpunkt. Genau, Schnittpunkt S. Was ist mit dem Schnittpunkt S? Was passiert mit dem unter der Abbildung, unter der Dilatation? Na, da liegt jetzt ja auch der, sowohl der einen und der anderen Spurgeraden. Das heißt, der Bildpunkt muss auch auf beiden Spurgeraden liegen. Wir haben nur einen Schnittpunkt von den beiden Spurgeraden. Das heißt, das Bild wird auf beiden abgebildet. Sehr schön. S liegt auf G. S liegt auf G. Wegen der Inzidenztreue muss S' auf G' liegen. S liegt auf H. Wegen der Inzidenztreue muss S' auf H' liegen. Also muss S' auf dem Schnittpunkt von G' und H' liegen. Also ist S gleich S'. Also ist S ein Fixpunkt. Die Voraussetzung war aber, wir haben eine Dilatation ohne Fixpunkt, also Widerspruch. Die beiden Spurgeraden müssen parallel sein. Kann keinen Schnittpunkt geben.
Okay. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn jetzt, wenn wir zwei Punkte P und Q haben. Angenommen, P wird hier drauf abgebildet auf P'. Wo landet Q'? Ja, wir sind jetzt im Fall, wir haben eine Dilatation ohne Fixpunkt. Wir wissen jetzt, alle Spurgeraden sind parallel. Wo liegt Q'? Ja? Genau, ziehen wir mal hier die Spurgerade ein. Ja, naja, das ist die Spurgerade von P. Dann wissen wir, die Spurgerade von Q liegt parallel dazu. Aber wo auf dieser Geraden liegt jetzt Q'? Ja? Auf der Parallele von PQ. Ah, du hast ja eine Parallele PQ durch P'. Warum liegt jetzt Q' auf der Parallelen dazu? Die Dilatation, die bildet ja Geraden auf eine zur ursprünglichen Gerade parallele Gerade. Genau, also die Gerade wird auf eine parallele Gerade abgebildet. Genau, ja. Wegen der Inzidenztreue muss die auch durch P' gehen und die Gerade. Ja, wegen der Inzidenztreue muss sie durch P' gehen und durch. Ja. Q' auch wegen der Inzidenztreue auf dieser Geraden, ne? Und auf seiner Spurgeraden natürlich auch, also dort. Was habe ich jetzt hier für eine Konstruktion? Ein Parallelogramm, genau. Das heißt, beim Parallelogramm sind gegenüberliegende Seiten gleich lang. Ich habe also hier, Q wird hierhin verschoben, P wird hierhin verschoben. Selber Richtungsvektor, gleiche Länge. Das heißt, eine Dilatation ohne Fixpunkt ist eine Verschiebung. Fertig. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben ja erst Kongruenzabbildung uns angeschaut. Verschiebung, Achsenspiegelung, Drehung, Schubspiegelung. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die zentrische Streckung. Wir beschäftigen uns jetzt mit Ähnlichkeitsabbildungen. Wie hängt das alles zusammen? Ich nehme mir einen übergeordneten Begriff, die Kollineation. Alle Kongruenzabbildungen und alle Ähnlichkeitsabbildungen sind Kollineationen. Sind nämlich geradentreu, bijektiv und inzidenztreu und parallelentreu. Jetzt nehme ich mir eine Teilmenge davon, die Dilatationen, und stelle fest, okay, es gibt nur zwei Typen von Dilatationen, also bei denen Geraden dazu parallele Geraden abgebildet werden, nämlich die mit genau einem Fixpunkt, und das sind die Ähnlichkeitsabbildungen, die zentrischen Streckungen, und ohne Fixpunkt, und das sind die Verschiebungen. Und wenn ich mich nur in den Kongruenzabbildungen bewege, kann ich auch sagen, welche Dilatationen sind Kongruenzabbildungen? Die Verschiebung und ein ganz spezieller Typ von Ähnlichkeitsabbildung, von zentrischer Streckung, nämlich die Punktspiegelung. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mal eine Aufgabe in der Kongruenzabbildung, da ging es um Dilatationen. Ich meine, das war bei den Gruppenbetrachtungen. Wir betrachten die Menge aller Dilatationen innerhalb der Kongruenzabbildungen. Und das waren die Verschiebungen und die Punktspiegelungen. Und dann haben wir geschaut, ist das jetzt eine Gruppe oder nicht. Genau. Und jetzt haben wir sozusagen den Begriff der Dilatationen noch erweitert auf die Nicht-Kongruenzabbildungen. Und dann treten zu den Verschiebungen und den Punktspiegelungen noch die zentrischen Streckungen dazu. Und so hängt das alles miteinander zusammen. Sehr schön. Ihr dürft jetzt in Ekstase verfallen. Naja, okay. Thank you.